Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Meine Familie und ich werden heute nach Bayern fahren zum Falkensee. Und so dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit und übe das Fluggen, bevor ich in fast 2 Monaten nach Kanada will. Also ich hoffe, dass dieser Vlog nicht allzu schrecklich wird. Und wenn euch dieser Vlog gefällt, dann könnt ihr mir einen Daumen nach unten geben. Das würde mich sehr freuen. Aber ja, dann würde ich sagen, wir fahren dann gleich los. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Ja, hast du recht. So, hallo. Ich weiß nicht, ob irgendwann, weil ich gerade mit dem GoPro filme, von daher. Aber wir haben jetzt hier gerade Rast gemacht, nachdem wir uns erstmal ziemlich verfahren haben. Ja, weil meine Mutter sich nicht einig war, welchen Navi sie folgen wollte. Und ich hoffe nur, dass ihr mich verstehen könnt, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr mich jetzt überhaupt sehen könnt. So, von daher, ansonsten werde ich das unten runterschreiben, was ich gesagt habe. Aber ja, das war jetzt das Update für jetzt, denke ich mal. Und wir haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden zu fahren und dann sind wir hoffentlich endlich da. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light. So, hallo, wir sind jetzt hier in unserem Ferienhaus für die paar Tage und wie ihr seht, der See ist kein See, weil das Wasser ist abgelassen, das ein Stausee ist und wir wussten das vorher nicht, aber was soll's. Wir werden meine Schwester und ich dann übernachten und vielleicht werde ich dann mal in den nächsten Tagen eventuell eine Haus- oder eine Wohnungstour machen. Wir werden sehen. Aber jetzt essen wir erstmal Kaffee und Kuchen und dann werden wir weitersehen. Dripping lights, paint the sky. Wir sind wieder zurück in der Wohnung oder schon etwas länger zurück wieder in der Wohnung. Und das war jetzt kein deutscher Satz, aber okay. Und wir waren noch in Füssen und haben es gegessen, aber das habt ihr ja gesehen, was wir gemacht haben. Und ja, ich denke, jetzt werde ich dann mal ins Bett gehen, weil wir alle müde sind nach der langen Fahrt und dann werde ich euch morgen früh sehen. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Morgen. Ich meine, guckt euch diese Aussicht an, Leute. Guckt sie euch an. Es ist einfach nur wunderschön. Und ich schon gestern sagte, nicht wundern, dass da nicht wirklich Wasser im See ist, aber es ist ein Stausee. Und sie haben das Wasser abgelassen, oder sie haben immer das Wasser abgelassen um diese Jahreszeit. Aber wir wussten es früher nicht. Von daher, aber nein. Es ist einfach nur wunderschön und heute werden wir hier ein bisschen rumlaufen und dann sehen wir, was wir tun. Die anderen sind noch nicht wach, außer mein Cousin.
Von daher bin ich hier auf den Balkon gegangen, um die anderen nicht aufzuwecken. Aber bei der Gelegenheit könnte ich euch ja zumindest schon mal unsere Küche zeigen und nicht wundern, dass der, dass mein Kameraausschnitt jetzt anders ist. Aber ich filme jetzt gerade mit meiner anderen Kamera, mit meiner Samsung-Kamera, weil ich denke, da ist die Tonqualität besser als auf meiner GoPro. Aber ich werde es ja sehen im Schnitt, welche die Tonqualität besser ist. Aber ja, jetzt kann ich euch mal gerade die Küche zeigen. So, also hier haben wir den Balkon mit dieser wunderschönen Aussicht. Oh, ein Vogel. Und ja, Tisch und Stühle zum Sitzen. Und dann haben wir hier die Küche. Und dann geht es dann da raus in den Flur. Und ich denke, meine Powerbank ist fertig aufgeladen. Das freut mich sehr. Weil dann kann ich nämlich jetzt mein Handy damit laden. Weil wir haben eine, oder ich habe nur eine Steckdose an meinem Bett. Das ist ein bisschen doof, wenn ich meinen Laptop und mein Handy mache. Ja, ich denke, ich melde mich dann, wenn ich was zu erzählen habe. Auf der Suche nach dem Viva runter kommt zum Falkensee. Aber wir finden den Weg nicht. Von daher vermute ich mal, wir müssen über den Campingplatz gehen. So, denk mal, ich werde mich wieder melden, wenn wir den Weg zum See gefunden haben. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So, hallo, wir sind wieder zurück in der Wohnung. Und gerade ging hier die Sirene. Wir vermuten Feueralarm. Und sie ging dreimal. Was eigentlich heißt, dass ein Haus nicht da nur in Flammen stehen müsste. Aber wir haben nichts gesehen. Von daher, ich habe keine Ahnung, was das war. Aber
ihr gesehen habt, ich hatte meine Käsespätzle und oh mein Gott, die waren so gut. Und ich habe sie auch wirklich so gut wie aufgegessen. Da waren nur noch ein paar Spätzle übrig. Aber ich meine, Käsespätzle machen auch immer satt. Von daher. Und jetzt gucke ich noch YouTube-Videos von Anna Valentina. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen sie, weil sie ist, glaube ich, eine der größten Austauschschülerinnen YouTube-Channels. Und ich habe keine Ahnung, was ich denn gesagt habe. Ich hoffe nur, dass ihr versteht, was ich meine. Aber ja, ich denke, ich werde mir jetzt die Videos noch angucken oder noch die Videos in meiner Box angucken und dann werde ich auch ins Bett gehen, weil ich bin müde. Die Bergluft oder die Rippenluft oder wie auch immer ihr das nennen wollt, hat mich sehr müde gemacht. Von daher, bis morgen und gute Nacht. Guten Morgen, ihr alle. Es ist unser letzter richtiger Tag im Allgäu und wie ihr schon gesehen habt, das Wetter ist wieder wunderschön, auch wenn es erst geregnet hat. Und vermutlich wird es ab 15 Uhr wieder regnen, aber vielleicht haben wir Glück und es regnet nicht, aber wir werden sehen. Und ja, jetzt beraten wir gerade, was wir heute machen wollen. Von daher weiß ich noch nicht, was wir heute machen. Aber ihr werdet das hier dann sehen. Gefahren, weil meine Mutter noch was einkaufen wollte und dann hatten mein Cousin, meine Schwester und ich noch einen Milchshake, wie ihr vielleicht gesehen habt, weil ich es versucht habe zu filmen, auch wenn man es nicht wirklich sehen konnte, dass es ein Milchshake war. Aber ja, das war unser Tag und jetzt denke ich mal, werden wir einfach hier zu Hause bleiben und was zu haben essen und dann unsere Sachen packen, weil wir morgen um 10 Uhr hier aus der Wohnung raus müssen. Also würde ich sagen, ich melde mich dann wahrscheinlich morgen früh wieder oder vielleicht heute Abend, wir werden sehen. Guten Morgen Leute, heute ist am Reisetag, habe ich schon gepackt oder wir alle haben schon gepackt und jetzt werden wir dann ja, warten. Also, gut, bald vorgesehen und
mit dem Kaminhut. Dann werden wir irgendwann heute Nachmittag vermutlich wieder zu Hause sein. Jetzt hier gerade Rast und laut dem Navi von meinem Cousin haben wir nur noch knapp über 2 Stunden zu fahren. Okay, wahrscheinlich etwas mehr, weil auf der Autobahn, wo wir jetzt sind, werden vermutlich Baustellen sein. Aber ja, wir werden jetzt hier essen und dann werden wir weiterfahren. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen, was ich jetzt noch erzählen könnte? Ach ja, es tut mir leid, dass ich nicht so viel gevloggt habe oder gesprochen mit euch habe, während ich gevloggt habe. Aber es ist immer noch etwas komisch zu vloggen, während meine Familie dabei ist. Von daher, ich hoffe, der Vlog ist trotzdem einigermaßen gut geworden, aber das werde ich ja sehen, wenn ich ihn dann schneide. Und vielleicht teile ich ihn auch in 2 Parts, aber das werdet ihr ja dann auch sehen. Aber ja, schönen 1. Mai für euch alle, weil wir haben gerade den 1. Mai, von daher dachte ich, ich sollte es einfach mal sagen. Und ja, dann melde ich mich wahrscheinlich wieder, wenn wir dann zu Hause sind. Hi, ich bin wieder zu Hause und das heißt, ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Und ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, dann könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt oder was auch immer, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich euch in meinem nächsten Video sehen.